Hallo ihr Lieben, heute dreht sich alles um den Wohntrend Stilmix, der viele kreative Kombinationen zulässt. Habt ihr Lust auf Form, Farben und mehr? Dann hereinspaziert! Ganz schön wild, würde der eine oder andere denken, oder? Aber genau das ist es, was diesen Trend so besonders macht. Alles ist erlaubt, nur anders muss es sein. Und wie ihr schon sehen könnt, ziehen sich hier ganz viele Gegensätze in dem Raum an. Modern zu Vintage, Samtstoffe zu derben Stoffen und zarte Pastelltöne zu knalligen Farben. Pink ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt's. Und stellt euch jetzt mal vor, wir hätten hier noch eine Lampe in einer knalligen Farbe. Das wäre auf jeden Fall viel zu viel. Deswegen habe ich die Lampe mit der puristischen Kommode farblich aufeinander abgestimmt. Es sind die kleinen Details, die diesen Wohntrend ausmachen. Diese Modeskizzen von Guido Maria Kretschmer finde ich besonders cool, denn sie sind sehr außergewöhnlich und passen perfekt zum Stilmix. Das Sofa ist ja meistens das größte Möbelstück in eurem Raum. Fällt somit natürlich auch am meisten auf. Mit einem Sofa, was neutral ist, schlicht und modern, könnt ihr auf gar keinen Fall was falsch machen. Im Gegenteil, ihr könnt euch mit Dekosachen so richtig austoben. Zum Beispiel bei den Kissen. Ihr könnt Kissen in verschiedenen Farben oder Mustern wählen. Wichtig ist dabei nur, dass es am Ende harmonisch bleibt. Natürlich könnt ihr euren Raum mit den wildesten Farbtönen in Szene setzen. Achtet aber bitte darauf, dass ihr immer ein paar neutrale Farbtöne dabei habt. Ich habe hier zum Beispiel eine graue Lampe oder ein paar graue Vorhänge. Das gibt zu der pinken Wand einen super Kontrast. Jetzt sitze ich mal auf dem Teppich. Der ist naturfarben, sehr flauschig und macht den Raum gemütlich. All die schönen Sachen, die ihr hier überall seht, die Möbel, die Dekosachen, die habe ich euch natürlich auch verlinkt. Die findet ihr alle da oben in der Infokarte. So ihr Lieben, und wenn euch der Trend Stilmix gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dann!